Bebo. Bebo. Auch wenn es der Titel vielleicht schon verrät, ich bin im Rage-Modus. Aaron Troschke hat sich mal wieder was Tolles geleistet und ein popeliges Praktikum bei Oceans Apart abgesessen. Moment mal, ist das ein Werbevideo? Sind das zufällig die 5 Bauarbeiter und 8 Meinungen, die Oceans Apart gut finden? Und wo ist mal wieder Marvin, wenn man ihn braucht? Hallo, da bin ich wieder. Das alles beantworten wir euch heute in dem neuen Format von Saschkas Wochenshow. The King goes grrr. Nee, ich glaube, das setze ich nicht durch. Aber von vorn, ich und diverse andere YouTuber haben Oceans Apart kritisiert. Das Ganze ist schon sehr, sehr lange her, hat für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Unter anderem auch von Offen und Ehrlich kritisiert worden. Wunderbares Video. Ich habe unter anderem mein Video hinterfragt, wie arbeitet Oceans Apart, was sollen diese hohen Rabatte, wie gut ist die Qualität. So schön! Und nach dieser Imageprüfung bin ich tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, rein von der Qualität und von der Informationsgabe, die mir Oceans Apart gegeben hat, dass einfach ganz, ganz viel Müll dahinter steckt. Unter anderem, wie bereits erwähnt, hat Offen und Ehrlich auch dazu ein Video gemacht und hat es wirklich nochmal auf die Spitze getrieben, denn Oceans Apart wurde auch im Bereich Nachhaltigkeit hinterfragt. Sie haben irgendwelche Fake-Siegel gehabt, was sie mittlerweile geändert haben. Das falsche Logo handelt und andererseits nur um Fori-Mitglieder das korrekte Logo nutzen dürfen. Und auf einmal ist es ein bisschen ruhiger geworden im Oceans Apart. Aber Leute, lasst euch doch nicht davon irritieren. Oceans Apart kriegt man nicht weg wie Aaron von YouTube. Denn Oceans Apart ist zurückgekommen, hat ein paar Siegel geändert, ist vielleicht jetzt ein bisschen fairer unterwegs, siegeltechnisch. Und ich würde auch stark behaupten, dass es nicht wirklich viel um Nachhaltigkeit geht. Denn wenn man so oft so viele Klamotten droppt, ich meine, das ist ja genauso, als würde man sich für Fridays for Future und eine tolle Umwelt einsetzen, aber dann einfach eine eigene Kollektion mit About You droppen. Ich meine, wer macht sowas? Fast Fashion, denn die Welt hat nicht genug davon. Aaron ist ja bekannt für seine investigativen Recherchen. Oh, meine Knie tun weh. Musstest du eigentlich auch auf die Knie, um ins Finale zu kommen? Ach so, nein, aber... Und dementsprechend war ich auch super gespannt, was er denn bei Oceans Apart eigentlich gemacht hat. Das Video lässt sich im Großen und Ganzen eigentlich zusammenfassen auf... Ich hab gehört, man muss auch mal ab und zu so raufhauen. Aber gerne, gehe ich nochmal ganz genau mit euch die Szenen durch und auch mit dir, Aaron, um dir aufzuzeigen, was genau an diesem Video dämlich ist. Hallo, Belle. Hi, Aaron. Ob ich bei einer Sportmarke richtig bin? Auf jeden Fall. Jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen? Ich habe mich nicht so willkommen gefühlt, als ich gefragt habe, wo denn das Ganze hergestellt wird, wie sich die hohen Preise zusammensetzen lassen, was an den hohen Rabattcodes dran ist. Ich würde sogar die These aufstellen, dass sich die gute Qualität auch nicht ganz willkommen fühlt bei Oceans Apart. Bevor ich da reingehe und alles... Ihr habt schon Schlimmeres gesehen. Ich persönlich würde schon behaupten, dass es nichts Schlimmeres gibt, als Aaron beim Umziehen zuzuschauen. Obwohl, doch, Aarons Umgang mit Kritik. Dann hast du die Chance, dass jemand sagt, hier hast du Geld, wette doch mal damit. Und dann würde auch jeder Ja sagen. Ja, und jetzt müssen wir... Ja, man muss auch mal ab und an so raufhauen. Denn ich freue mich natürlich für euch, dass ihr so eine innige Beziehung habt. Aber ich würde doch vielleicht mal zu den ernsten Fragen kommen. Habt ihr vielleicht einen 50%-Code für mich? Ich würde gerne bei euch bestellen. Die wichtigen Fragen, man kennt sie. Schau zurück, sorry Maria, geht gerade nicht. Der Aaron macht dir aber einen 30%-Code locker. Maschka 30. Maschka. Okay. Und schreib gerne beim Zusatz bei der Bestellung mit rein, zertifizierte Schneiderin. Für die, die es nicht wissen, es ist sehr wahrscheinlich eine Zusammensetzung aus Mama, Saschka und natürlich das zertifizierte Schneiderin dazu. Enisa, wie kannst du Werbung machen für eine Creme, wo hinten drauf steht, dass Uran und Pipi-Kakasid-Oil drin ist? Du weißt, wie es funktioniert und du weißt, dass es Marken gibt, hinter denen man stehen kann und es gibt halt die, hinter denen man nicht stehen sollte. Aaron, wie kannst du Werbung für eine Marke machen, die nicht preisgibt, wo sie produziert, mit Fake-Siegeln gearbeitet hat und mit fragwürdigen Influencern signalisiert, dass es cool ist, jede Woche eine neue Billo-Kollektion zu kaufen? Da kann jeder seine Meinung haben. Ich habe mich damals so entschieden und deswegen kann ich auch sagen, ich bereue es jetzt immer noch. Nicht. Aber hey Leute, Maschka 30. Maschka. Doch, es ist lustig. Okay, aber nochmal kurz zu dem Leggings-Test. Wir prüfen also bei schlechter Belichtung, inwiefern eine Leggings durchsichtig ist. Eure Leggings ist schwarz und sieht sehr wahrscheinlich nach einer dickeren Leggings aus. Aber hey, wie wäre es denn vielleicht mit dünneren und farbigen Leggings, dass es da normal funktioniert, dass es da nicht durchsichtig ist? Aber hey, es ist Aaron approved und das ist auch der einzige Siegel, mit dem ihr euch schmücken könnt. Legal, ohne dass man es vorher hätte hinterfragen müssen. Ist super, Aaron approved. Aaron approved, das kannst du sagen. Inwiefern dieser aber viel wert ist,
Ich weiß nicht. Dieser Gangbang-Dreh, wir wollten alle sehen, was da los ist. Im nächsten Clip erklärt uns die freundliche Mitarbeiterin von Oceans Apart ein paar Details. Ich erkläre dir jetzt ein paar Details zu unseren Produkten. Wir sind sozusagen dabei, die beste Leggings der Welt zu kreieren. Ansage, Junge. Sag mir Bescheid, dann bestelle ich sie mir gerne, denn ich warte immer noch darauf, dass eure Leggings halbwegs gut sind. Denn wenn ihr bei demselben Level bleibt, sehe ich schwarz für euch, Leute. Und ich meine nicht diese komische Leggings von den Boys. Sim, das ist eine neue Technologie, die kommt so aus dem Sockenbereich. Diese Hose hier ist eigentlich ein Tunnel, der aus der Strickmaschine rauskommt. Und am Anschluss werden einfach hier zwei Seiten aufgeschnitten und die Naht geschlossen. Das heißt, du hast hier kaum Produktionsabfälle. Ja, Mann, die neue Seamless-Technologie, die schon seit den 1990er Jahren am Start ist. Ah. Regie, kommen da eigentlich irgendwie noch nice Fragen? Was immer so geil ist an Glasbüros? Achtung! Oh. Sag doch einfach nein. Weiter geht's mit den PR-Paketen an den zweiten Stern von YouTube. Naja, YouTube ist nicht. IGTV, Oliver Pocher. Hey Pocher, du Sack. Hier ein Paket von deiner Lieblingsmarke. An alle Kollegen, die so ein Paket von mir kriegen, ja, habe ich selbst geschrieben, auch wenn man denkt, es ist so vom dummen Zweitklässler. Und wie in fast jedem Video schafft es Aaron, eine Frau zu blamieren, indem er sie einfach als dumm darstellt, die das Wort nicht richtig schreiben kann. Weil du siehst sonst immer aus wie ein Vagabund. Übrigens, Vagabund wird zugeschrieben. V-A-G-A und dann Bund. Aber da können wir auch über ihn wegschauen. Es ist Aaron. So ist Aaron nun mal. Da können wir halt eben nichts machen. Und weiter geht's mit dem Shooting, Leute. Denn die Fast-Fashion-Industrie läuft ja nicht von alleine. Also, Zoe, du sagst, warum liegt hier Stroh? Und dann sagst Peyton, warum hast du Oceans Apart an? Und dann... Nur eine kurze Überlegung. Wenn wir jetzt mal ganz streng werden und Typen wie Tubo dafür kritisiert werden, dass sie sexistische Aussagen bringen. Ich meine, das waren jetzt so ein paar Beispiele, wo er echt respektlos den Künstlern gegenüber war. Aber bei Kelly ist er sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Bevor sie anfängt zu rappen, stellt er erstmal fest, dass er sie gern vögeln würde. Die ist echt süß, Mann. Also ich würde gern mal eine Nacht mit ihr... Warum genau ist das eigentlich in Ordnung, wenn Aaron ungefähr aus jedem Ding irgendwas Sexuelles macht? Ich krieg immer meine Live-Kommentare von meinen Zuschauern rein. Ja. Ich habe gerade gehört, du solltest mal hüpfen. Warum denn so ein kurzer Rock? Kannst du mal hüpfen? Du hast voll geile Tüten. Wow. Wollen wir nicht mal einen Spieleabend machen? Was spielen wir denn? 5 gegen Willi. Hi, na? Hi, na? 50 ohne Gummi? Sorry, so wie du aussiehst. Oh, meine Knie tun weh. Musstest du eigentlich auch auf die Knie, um ins Finale zu kommen? Ach so, nein, aber... Könnt ihr euch beide ein Kissen nehmen und eine Kissenschlacht machen? So, und los, haut euch ein bisschen. So. Weiter, oder hast du schon ein Bild? Ich habe wirklich kein Problem damit, wenn man Witze über Frauen etc. macht. Aber das... Du hast voll geile Tücken. Wow. Ich auch so ein bisschen über die Sachen mal schmiegen, so mit der Hand. Oh, so schön. Ach, das ist ein Montagsprodukt. Was soll ich denn machen, Leute? So schön. Der Tag ist vorbei. Ja. Ich muss sagen, es war super anstrengend, es war heiß, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gelernt, denn ich weiß immer noch nicht, warum Oceans Apart nicht richtig auf die Kritik eingeht und einfach komplett weitermacht und sich weiterhin als nachhaltig betitelt oder zumindest Nachhaltigkeit anschrebt. Schon bisher kooperieren wir nur mit den besten Produktionspartnern in der Nähe des Herkunftsortes, damit wir diese nicht kreuz und quer über die Weltmeere schicken müssen. Wir produzieren mit einer einstelligen Zahl von Hauptlieferanten an verschiedenen Standorten weltweit. Oh. Egal. Unnötig viele Influencer zu buchen und sehr häufig Kollektionen rauszubringen, was nun mal eben Fast Fashion ist. Da kann man noch so viel sagen, dass man PETA approved ist und die Meere von Plastikfrei halten will. Denn das und das sind ganz verschiedene Werte. Aaron ist ja generell nur zum Rumpöbeln da und kritische Fragen sind eher nicht so sein Ding, was man auch ganz gut an dem Bild-Interview sehen konnte. Das lief ungefähr so ab. Haha, das ist so cool hier. Oh, ich mag's total. Ja, hahaha. Bild ist mega nice. Ja, haha, ihr seid so cool. Ich liebe die Bild und ich liebe Sascha. Oh, sorry, Maschka 30. Ja, das war das Original-Interview. Aber hey, es ist Aaron. Es ist alles nur Spaß. Es ist alles nicht so ernst. Haha. Es steht ja dazu, dass er nur das Geld will. Enisa, kann es sein, dass du nicht durchgelesen hast, was du da machst und einfach nur alles fürs Geld gemacht hast? Ich glaube nicht, dass ihr das Geld nötig hattet. Aaron, kann es sein, dass du dir nicht durchliest, was da ist und einfach alles nur für Geld machst? Wette doch mal damit und dann würde auch jeder ja sagen. Doppelmoral. Aaron stellt sich hin, frontet meine Mutter und mich für berechtigte Kritik. Die ist zwar Näherin, aber ist ja wie bei Bauarbeitern, wa? 5 Bauarbeiter, 8 Meinungen. Macht aber gleichzeitig Werbung für eine Firma, die einen Nachhaltigkeitsfilm fährt, dabei aber gleichzeitig mit Unmengen von Influencern zusammenarbeitet und immer mehr Kollektionen rausbringt, weil irgendwo muss ja die Kohle herkommen. Und ja, hauen mir noch einen 30% Rabattcode raus, ne? Stell dich doch dahin und frag doch mal auch nur einen berechtigten Kritik.
Kritikpunkt. Aber was macht Aaron? Maschka 30. Sowas kannst du dir einfach nicht ausdenken. Froschke, du bist 31 Jahre alt. Wenn du schon die Pubertät geskippt hast, dann würde ich dir einfach mal ein Video in der Infobox verlinken von jemandem, den du wahrscheinlich sehr gut kennst. Denn es sind nicht die Sprüche, die Aaron ausmachen, sondern die fehlende Moral. Das war's mit dem Video. Ich verabschiede mich, obwohl ich mich natürlich noch eine Stunde darüber aufregen könnte. Und das Video war aber so interessant, dass ich mir leider nicht nehmen lassen konnte, dazu was zu sagen. So eine große Klappe und dann nur sowas. Für einen Arsch. Ja. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, als auch einen Kommentar. Darüber würde ich mich freuen. Und ich überlasse jetzt das Wort Lanzi. Ich verstehe ich da verstehe ich ihre Kritik nicht.